Das Nationalmuseum am Plaza Bolívar ist das erste Ziel bei der Stadtbesichtigung in Lima. Das 1822 gegründete Museum gibt einen Überblick über verschiedene indigene Kulturen bis hin zu den Inka. Als geschichtliche Zeugnisse werden insbesondere Keramiken des Alltags vorgestellt. Die Motive sind dabei meist aus dem religiösen Bereich entlehnt. Weiter geht es zum Plaza San Martín, der seit 1998 als UNESCO-Weltkulturerbe geführt wird. Im Mittelpunkt des 1921 eingeweihten Platzes steht die Reiterstatue von José San Martín, den Libertador. Mit dem 1535 angelegten Plaza de Armas bzw. Plaza Mayor geht es danach in das Zentrum der historischen Altstadt. Seit 1991 ist der 14.000 Quadratmeter große Platz als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesen. Weiter geht es zum Convento Santo Domingo, dessen Bau 1540 begonnen wurde. Besonders sehenswert sind die reich verzierten Kreuzgänge aus dem 17. Jahrhundert. Zum Abschluss der Rundtour geht es noch in das Franziskanerkloster Iglesia San Francisco, das zwischen 1673 und 1774 errichtet wurde und seit 1991 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Neben der Bibliothek aus dem 17. Jahrhundert gibt es hier Katakomben anzusehen, in denen um die 70.000 Leichname untergebracht wurden. Mit einem Bus geht es vom Flughafen El Alto hinab nach La Paz. In La Paz werden nach dem Hotelbezug erst einmal die Straßen des Hexenmarktes besucht. Weiter geht es zu der markanten Basilika de San Francisco, deren Errichtung 1549 begonnen und erst im 18. Jahrhundert beendet wurde. Der Platz in Hotelnähe ist ein überaus beliebter Knotenpunkt. Mit der gelben und grünen Linie der Seilbahn wird über die Dächer von La Paz hinweg die Stadt erkundet. Von der Endstation geht es per Bus zu einem hervorragenden Aussichtspunkt. Von hier werden die Ausmaße von Boliviens Hauptstadt sehr gut erfasst.
Ein weiterer Zwischenstopp wird zum Abschluss der Stadtbesichtigung bei der Straße Kaura-Kanscha eingelegt. Der Straßenzug im Stile der Kolonialzeit ist geradezu perfekt erhalten. Auf der Nationalstraße 2 wird La Paz in Richtung Nordwesten verlassen. Eine Schotterpiste führt im weiteren Verlauf zu der kleinen Ortschaft Penas. Auf einem bummeligen Pfad geht es hinter dem Dorf bergauf. Ohne Akklimatisierung reicht die Tour jedoch vollkommen. Der Blick vom Gipfel über die Cordillera Munecas auf die gletscherbedeckten 6000er der Cordillera Real ist einfach überragend. Nach so viel Gipfelglück erfolgt danach zügig der Abstieg und die Weiterfahrt zur heutigen Unterkunft am Titicacasee wird fortgesetzt. Von dem am Ufer gelegenen Inca Utama Hotel lässt sich wunderbar der südliche Titicacasee überblicken. Der Nationalstraße 2 wird weiterhin auf die Halbinsel Huata gefolgt. In einer kurzen Bootstour gelangt man über die Straße von Tiquina von San Pablo nach San Pedro. Die Fahrzeugverfrachtung erfolgt getrennt vom Personenverkehr. Weiter auf der N2 unterwegs, bieten sich immer wieder Blicke auf die Cordillera Real. Dem Ort Copacabana wird als nächstes ein kurzer Besuch abgestattet. Sehenswert ist die dortige Basilika aus dem Jahr 1820.
Hier wird eine schwarze Madonna aufbewahrt, die im Jahr 1576 geschaffen wurde. Über die Hauptstraße des Touristenortes geht es hinab zum Ufer des Titicacasees. Die weitere Fahrt führt auf einer Landzunge zu einer Anlegestelle bei dem auf 3835 Metern gelegenen Ort Yampubata. Von hier erfolgt eine knapp 30-minütige Bootsfahrt. Bei einem kleinen landwirtschaftlichen Anwesen geht es zu einem dort üblichen Mittagessen. Gut gestärkt wird in knapp einer Stunde zu der Eco-Lodge La Estancia aufgestiegen. Vom Feinsten ist dann die Lodge mit einer wunderbaren Sicht über den Titicacasee. Am Abend empfiehlt sich ein kleiner Ausstieg auf den Cerro Palacasa, um die Panoramen bei Sonnenuntergang zu genießen. Mit einer wunderbaren Stimmung zum Sonnenaufgang startet sehr entspannt ein weiterer Tag mit viel Fahrerei. Nach einem sehr guten Frühstück beginnt der Abstieg über den Inca Trail zum Hafen bei dem Ort Yumani. Bei einer der wenigen Quellen geht es auf einer blumengesäumten Treppenanlage hinunter zur Anlegestelle.
Zurück in Yampupata beginnt eine lange Fahrt über La Paz nach Oruro. Ab der Ankunft in einem Hotel am Plaza Principal de 10 de Febrero in Oruro ist für den restlichen Abend Entspannung angesagt. Bereits vom Hotel ist das Ziel für den Vormittag, das Monumento a la Virgen del Socavón, zu sehen. Im Angesicht der rund 45 Meter hohen Statue bietet sich auf 3845 Metern ein schöner Blick über Oruro. Seit 2013 thront die Statue über der 1606 gegründeten Stadt. Über die Straße Linares wird die gut besetzte Tribüne an der Avenida Civica erreicht. In Oruro, dem Zentrum des bolivianischen Karnevals, steht heute der Kinderkarneval auf dem Programm. Der Karneval von Oruro ist seit 2001 UNESCO-Weltkulturerbe. In der Iglesia del Socavón, an der ein Museum angeschlossen ist, wird der Karneval später noch enden. Neben historischen Ausstellungsstücken schmücken auch Masken des hiesigen Karnevals die Räume. Mit Blick auf die heutigen Stationen startet die Fahrt nach Jirira. Auf Höhe des Ortes Tambo wird an einem Meteoritenkrater dann ein Stopp eingelegt. Mit Blick auf den Cerro Tunupa geht die Fahrt weiter zu den Ruinen Shulpa Maka bei Sivingani. Die kleinen Wohntürme mit ihren winzigen Zugängen sind recht gut erhalten. Nach Jirira geht es in knapp 2,5 Stunden einmal auf die andere Seite des Tunupa. Schon beim Start von der Unterkunft ist der Anstiegsweg über den rechts abfallenden Grat zu sehen. Auf rund 4200 Metern beginnt nach der vielen Fahrerei der letzten Tage endlich die erste richtige Wanderung. Für noch rund 300 weitere Höhenmeter wird einem Fahrweg weiter gefolgt.
Weglos wird auf halber Höhe ein Geländesattel erreicht, der sich gut für eine kurze Rast eignet. Nach der Pause wird die Tour um einiges steiler. Bei einer weiteren Rast lohnt es sich, den Blick über den Salar de Uyuni, dem weltgrößten Salzsee, schweifen zu lassen. Der weitere Weg bis zum Gipfel gleicht nun einer einzigen Schutthalde, in der alles in Bewegung zu sein scheint. Mit dem Erreichen des Vorgipfels ist der ehemalige Krater des Vulkans und sein Hauptgipfel zu sehen. Geradezu sensationell ist auch wiederum die Sicht über den Salar de Uyuni. Über den Aufstiegsweg geht es auch wieder zügig hinab, wobei sich der Weg doch ziemlich in die Länge zieht. Bei dem heutigen Erholungstag auf dem Salar de Uyuni wird mit Blick auf den gestern bestiegenen Cerro Tunupa ein kurzer Stopp eingelegt. Danach wird mit knapp 100 km/h die Fahrt zur Isla de Pescado fortgesetzt. An sehr alten Kakteen vorbei wird dort zum höchsten Punkt auf 3822 Metern aufgestiegen. Que se llama Guatajata, pueblo de esperanza, pueblo de esperanza, pueblo de esperanza. Der Gipfel präsentiert sich dann als hervorragender Aussichtspunkt. Anschließend wird die Isla Inca Uasi besucht. Ein kleiner Rundweg mit viel Aussicht über den Salzsee führt dabei über die Insel. Das Panorama bei einem Picknick auf dem Salzsee kann sich sehen lassen. Auf der Weiterfahrt in Richtung Kolchani wird an einem Salzhotel ein Halt eingelegt. Zum Sonnenuntergang geht es dann nochmal auf den Salzsee zu einem kleinen Imbiss hinaus.
An einem weiteren Fahrtag wird erst einmal in Alcaya Station gemacht. Hier werden Gräber und Ruinen einer Vorläuferkultur der Inka besichtigt. Unterhalb des Dorfes liegen alte Gebeine in Grablöchern. Auf dem Kamm oberhalb dieses makaberen Schauspiels befindet sich dann das Dorf. Auch hier gibt es diese kleinen Wohnbehausungen mit ihren winzigen Zugängen. Anschließend geht es über den Salzsee Salar de Coipasa weiter. Immer wieder wird auf der Tour Lamas begegnet, während es nach Sabaya weitergeht. Kurz vor Sabaya ist dann auch das morgige Bergziel, der Cerro Sascani, zu sehen. Nach einer kurzen, aber gesuchten Anfahrt beginnt die heutige Tour wieder bei bestem Wetter. Weglos geht es zunächst grob in Richtung Berg. An einer Steinmauer geht es links vorbei weiter zum Grat. Nach der Steinmauer verläuft der Aufstieg links an einem Blockfeld vorbei. Aufstieg von knapp 1100 Höhenmetern ist nun fast geschafft. Am Gipfel liegt einem im Süden der Salar de Coipasa zu Füßen.
Norden sind der Sayama, Farina Kota und vor allem der Akko Tango zu sehen. Nach einer Gipfelrast erfolgt der Abstieg abweichend vom Aufstieg, sodass sich eine schöne Rundtour ergibt. Auch bei dieser Tour zieht sich der Abstieg schier ewig in die Länge. Bei der Rückfahrt nach Sabaya bleibt das heutige Tagewerk noch lange im Blickfeld. Heute geht es nun endgültig zu den Vulkanriesen der Cordillera Occidental, allerdings wiederum mit viel Fahrerei. Für ein Picknick wird ein Abstecher zu einem Aussichtspunkt bei einem kleinen Salzsee unternommen. Danach geht es zu den Grabstätten der Pucará Chulpas weiter. Die nach Osten ausgerichteten Bauwerke wurden zwischen 1210 und 1380 errichtet. Zwei der Chulpas wurden restauriert und zeigen die damalige farbliche Ausgestaltung. Die folgende Fahrerei bis zum Nationalpark Sayama verlangt dem Sitzfleisch nochmal alles ab. Nach der nächtlichen Anfahrt startet die Tour pünktlich zum Sonnenaufgang auf ca. 5500 Metern. In dem Bergbaugebiet geht es zunächst über Fahrwege zum Grenzkamm hinauf. Entlang der Grenze zu Chile führt der Nordwestgrat zum Gipfel. Vom Gipfel geht der Blick über Capurata und Gualatiri nach Chile hinüber. Im Norden steckt der Sayama zwar in den Wolken, dafür sind aber Pomerape und Parinacota zu sehen. Der Abstieg beginnt zunächst auf bekanntem Weg.
Später geht es durch ein Nachbartal weiter hinab. Die letzten Meter bis zum Talausgang zieht sich der Weg dann doch noch. Beim Verlassen des Sayama Nationalparks geht der Blick nochmal zum Akotango hinüber. Bummelig wird später der restliche Tag in La Paz verbracht.